Hallo, hier bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Letzter Zeit sind häufiger mal Fragen gekommen, wann, wie und weshalb wir zu einem bestimmten Zeitpunkt das Gras mähen. Wir Landwirte sind natürlich daran interessiert, den optimalen Zeitpunkt zu bekommen. Das heißt, dann, wenn die Energie und der Eiweißgehalt für die Tiere und für die Ernährung der Tiere am idealsten ist. So, und dann müssen wir uns mal die Gräser ein bisschen angucken. Man hat hier verschiedene Stadien, zum Beispiel hier ist eins, da ist der Blütenstand schon komplett raus. Dann haben wir hier eins, da fängt das gerade so gut eben an, dass der Blütenstand rauskommt. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, der für uns und für die Kühe am idealsten ist. Weil wir dann nämlich die Mischung aus Eiweiß und Energie und vor allen Dingen auch das, was die Kühe brauchen, die Struktur, also das, was unverdaulich ist, genau im Gleichgewicht zueinander stehen. Und da kann man dann ungefähr davon ausgehen, dass das so auch für die Kühe das Schmackhafteste ist. Nun kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, was für Gräser man hat, aber in erster Linie ist der Reifezeitpunkt entscheidend. So, und dann, wenn man das gesehen hat, wie sein Bestand entwickelt ist, kommt natürlich auch noch das Wetter ins Spiel. Weil wenn es nun dauernd regnet, das kann man sich ja denken, dann ist das nicht so schön. Und wenn wir so schöne Sonne haben wie jetzt und dann die Wetter-App auch noch voraussagt, dass es 4-5 Tage Sonne gibt, dann beginnt der Blues, wie man so schön sagt. Dann fangen alle an zu mähen und bevor sie natürlich mähen, das ist auch ganz klar, wird vorher nochmal geguckt, ob die Weide auch sicher ist. Das heißt, dass da keine Rehkitze sind und dass da keine anderen Tiere auf der Weide sind, um die Schäden und auch die Gefahren für die Umwelt so gering wie möglich zu halten. So, und wenn man das jetzt so ein bisschen betrachtet hier, im Ganzen fällt natürlich auf, dass das sehr punktuell hier sehr gut entwickelt ist. Diese Fläche hat etwas Besonderes insofern, als dass hier sehr viele Wildgänse waren und den Rest der Fläche im Grunde genommen kahl gefressen haben. Und nur dieser Bestand hier, wo ein Korb ist, das normal entwickelt ist. So, und wir werden jetzt auch dann die nächsten Tage mähen, und zwar die Flächen, die hier so alle im Hintergrund sind, die man noch so erkennen kann, um dann noch ein bisschen Silo zu machen. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland mit dem Reifezeitpunkt der Silage.